Meine Kamera sieht mein türkises Shirt als Greenscreen an. Finde ich ja super. Naja. Was soll man machen? So ist es jetzt eben. Was ist mit dir los? Der hatte einen Albtraum. Oh no. Und dann hat er seinen Bruder aufgeweckt. Oh no. Ich habe mich gerade richtig voll gefressen. Kann er ihn? Umarm ihn mal liebevoll. Und trösten. Stimmt, da war ja was. Die Rechnung, wie viel? Dann 300, uns fehlt noch ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Will er nicht mehr aufstehen? Der hat sich schon wieder nachts in die Hose gemacht. Wahrscheinlich, weil er alt ist, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du musst da aufs Klo gehen. Er möchte George kennenlernen. Wasserballonschlacht machen. Oh ja, das können wir machen. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee. So, dann kann er ja schon mal rausgehen und alles ernten. Ich glaube, wir haben gar kein Essen mehr, ne? Dann. Der Strom wurde abgestellt. Wir können gar nichts kochen. Ja, lustig. Jetzt können wir es bezahlen, oder? Warte mal. Rechnung bezahlen. Na Gott sei Dank. Dann können wir auch gleich was kochen. Ich glaube, wir könnten uns auch mal so eine Kiste kaufen. Wie viel Geld haben wir? Nichts. Wir haben nichts, aber ich muss mal gucken, wie viel denn so eine Kiste kostet. 240. Okay. Zick ist wieder wach geworden. Ich würde sagen, dass Nelio. Halt, stopp. Am Samstag Geburtstag hat. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber in dieser Folge wird Nelio auf jeden Fall älter zum Kind. So, wir können uns, glaube ich, Hühner kaufen. Ich würde mal. Einen Hahn, einen weißen Hahn. Und eine schwarze Henne. Yay! Und dann kann er ja mal den Hahn streicheln. Die neuen Hühner, die wir ja haben. Der ist voll fleißig hier. Wie süß! Die hat gar keinen Bock. Süß. Oha. Da gibt's noch einiges zu bewässern, Sohnemann. Kaum haben wir Hühner, kommen auch die Füchse, ne? Ei, ei, ei. Okay, dann kannst du Rest nehmen und dann schlafen gehen. Und du kannst ja mal einen Kuchen backen. Eine Schokotorte. Nee, tu mal kalt duschen. Er macht schön eine Torte für seinen Sohn. Eine Geburtstagstorte. Blabla. Ihr Date ist super gelaufen, ja? Das ist sehr schön. Level 2. Okay. Geburtstagskerzen. Und ja. Das ist schön. Oh mein Gott, Hallöchen. Ich komme gerne. Oh mein Gott, jetzt müssen wir da noch hin. Unser Sohn! Guck mal, wie die einen nicht in Ruhe lassen. Was ist denn hier los, Arvid? Alles klar. Was willst du von mir? Naja, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einkaufen hier.
Yay, danke. Danke, danke. Ey! Okay, ich glaube, wir können dann wieder nach Hause gehen. Wetten, der Kuchen wurde jetzt angegessen. Das würde mich nicht wundern. Tatsächlich existiert er noch. Es ist schon spät. Okay, wir gehen jetzt alle schlafen. Und da wird der Geburtstag am nächsten Tag stattfinden. Super, alle gehen schlafen. Ausgeruht und bereit zum Toben. Schön. Zieh dich mal schick an für den Geburtstag. Beautiful. Und dann kannst du hier einen Turm bauen. Cute. Kann sie eigentlich mit den Hühnern spielen? Oh, es regnet. No, es regnet. Wir wollten eine Wasserballonschlacht machen. Wir könnten... Ereignis. Geburtstagsparty. Zwar wird Nelio zu einem Kind, Gast. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caterer brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Okay. Ab 14 Uhr. So, okay. Perfekt. Es ist einfach mitten in der Nacht. Alles klar. Können wir alles ernten? Die ist so süß. Look at her. Little Princess. Eben. Lalala. So, dann wechsel auch mal dein Outfit und dann kannst du Reste essen. Aber lass mal gucken, was für Reste. Das da bitte. Nicht den Kuchen. Danke. Ingrid schlagen? Why are you like this? Geh aufs Töpfchen. Oh mein Gott, okay. Grundschüler, jetzt hat Schule für ihn begonnen. Okay. Dann können wir ja Bücher kaufen und zwar Hausarbeiten, die Grundschularbeiten. Schön. Öffnen. So. Perfekt, dann kann er ja seine Hausaufgaben machen. Schön. Und dann hat er heute seinen ersten Schultag. Beautiful. Viel Spaß in der Schule. Keno ist zur Schule. Und da soll er bitte Freundschaften schließen, so am ersten Tag. Der sah ja cool aus. Okay. Oh, es gewittert. Abgespickt. Ein Lehrer hat gemerkt, wie Keno bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers geschielt hat und ihn ins Sekretariat geschickt. Ich bin sicher, dass das ein Irrtum war. Mein Kind sollte den Test neu machen. Ja, er macht's neu. Schön. Er könnte ja ein... Da, halt, stopp. Kinderbücher kaufen. Prinzessin Plumbobs Schloss. Hört sich doch gut an. Kindern vorlesen. Bis die Kinder da sind, hat er schon fertig gelesen. Adamor,
Süß. Sie kocht. Hier ganz schön. Kannst du das bitte nochmal machen? Ich meine, die haben nicht die ganze Geschichte gehört. Wie süß. Er liest ihn vor. Wie happy sie ist. Gemütliches Feuer. Geteilte Freude, völlig selbstverständlich. Oh, was ist los? Müde. Seitensatt. Keine Geschichten mehr. Sie will keine Geschichten mehr hören. Oh no. Geh schlafen. Jetzt, wo die Party anfängt, will sie schlafen. Das ist ja typisch hier. Los geht's. Nein. Der kommt dann einfach wieder. Okay. So, öffnen. Und da haben wir unseren Kuchen. Perfekt. Komm, sie hilft ihm auszublasen. Helfen. Und zwar Nelio. Yay, Geburtstag. So. Binaza? Schlof. Huh? Nelio ist, er liebt auch die Natur und schön. Und dann kann sie mal... Kann sie nicht zum Essen rufen? Doch. Wir können alle mal schön Kuchen essen. Braucht Vergnügen. Ich würde sagen, ich style ihn um. Ich mach mal Kass. Full Edit Mode. Und ab geht's. Fertig mit Umstylen. Das ist sein Alltagsoutfit. Sein Abendoutfit. Sport. Schlafen. Party. Baden. Warmes Wetter und kaltes Wetter. So, wir können ihm gratulieren.
Oh, freundlich gratulieren. So, du kannst deinem Bruder auch gratulieren. Damit. Gratulieren. Du anbrüllen. Oh, war ja. Geh bitte aufs Klo. Ein Stück. Komm, iss von deinem Geburtstagskuchen. Und begrüß die mal. Super. No. Fiona, Sabine, Sacramento, Kitsune, Jeff, and the table, Nickers, for process, and the place, what's wrong with you? Kann man hier aufs Klo gehen? Sich freundlich vorstellen. Oh Gott, Hilfe. Geh mal schlafen. Jetzt können ja alle schön ins Bett. Er schläft einfach in der Badewanne. Kannst du bitte...